Büro-Update Nummer 2. Hi und herzlich willkommen zur nächsten Runde um die Apps mit Jam Labs. Ja, wie gerade schon gesagt, wir machen die erste Update-Runde vom Büro. Wir hatten, als wir das erste Mal den Rundgang gemacht haben, ja schon erzählt, dass wir in Kürze dann die nächste Version machen und genau dazu soll es jetzt eben kommen. Im Eingangsbereich hat sich nicht wahnsinnig viel getan, deswegen überspringen wir das einfach mal. Aber wenn du die komplette erste Roomtour nochmal nachschauen willst, dann kannst du im Grunde einfach, ich vermute mal die Richtung muss ich zeigen, hier oben einfach klicken. Da blenden wir das andere ein und dann kommen wir jetzt einfach mal mit. Zwar mittlerweile haben wir die angesprochenen Durchbrüche, das heißt, wir können jetzt wirklich hier in unserem Empfang reingehen. Da lasse ich jetzt mal den Lorenz mit der Kamera vor. Genau, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben die Theke gerade frisch gehabt. Ist jetzt mittlerweile auch in der richtigen Farbe beleuchtet und hier im Raum hat sich einiges getan, weil wir nämlich, hatte ich letztes Mal gesagt, die Box, die hier noch gestanden ist, die wurde abgeholt, weil wir die ersetzen durch neue Boxen, die hier gerade noch eingepackt stehen. Die werden morgen aufgebaut, von dem her werden wir dann in ein paar Wochen das nächste Update einmal posten. Genau, haben wir so ein kleines UX-Symbol noch drin, das wir vom Jonas geschenkt bekommen haben. Von dem haben wir das hier gerne aufgestellt und dadurch halt eben jetzt auch ein bisschen größeren Raum. Wir haben neue Beleuchtungen bekommen, dass die einzelnen Arbeitsplätze einfach sauber ausbeleuchtet sind. Und so haben wir jetzt eben hier in diesem Bereich eben einen relativ großen Arbeitsbereich. Jetzt ruhig durchlaufen, bis dann halt auf YouTube. Genau, natürlich laufen hier alle mit Masken rum, nur ich nicht, weil ich muss jetzt filmen, da ist Maske ein bisschen doof. Genau, also wir haben hier relativ große Arbeitsfläche. Können wir vielleicht auch mal nachher nochmal separat reinschneiden, der liebe Lorenz mal hier seitlich dann da drauf steigt, dass ihr mal seht. Wir gucken nämlich hier in den Hinterhof von einer Brauerei, weil die Burg, in der wir sind, ist nämlich auch eine Brauerei. Das heißt, hier stehen wahnsinnig viele Bierkästen und so weiter rum. Und wenn man ein bisschen nach links schaut, kann man auch wirklich, wenn der Parkplatz nicht voll ist, in die Gärkessel und so weiter gucken, kann man schauen. Also sehr, sehr netter Ausblick. Wie gerade angesprochen, wir haben jetzt mittlerweile unsere Durchbrüche bekommen. Deswegen drehen wir jetzt einmal, weil wir jetzt hier in den linken Raum wirklich direkt rein können. Machen wir mal links Licht an. Von dem her switchen wir jetzt einfach mal hier nach hinten. An der Kaffeeküche hat sie nicht wirklich was getan. Unser Besprechungsraum ist auch noch der gleiche. Hier haben wir nur jetzt mittlerweile, um ein bisschen Akustik zu testen, gerade ein paar Sachen reingestellt, weil wir drüben in dem anderen Bereich, beziehungsweise in dem Bereich, wo die Leute sitzen, seit einer Weile eben solche kleinen Sitzkissen haben, in alle möglichen bunten Farben, zum sich ein bisschen gemütlich draufsitzen. Jetzt im Moment hier gerade ein bisschen eben alles Mögliche zusammengestellt, um hier mehr nochmal in den Raum reinzubekommen, um einfach zu gucken, ob die Akustik besser wird, weil wir hier in den Übertragungen einfach das noch nicht optimal war. Da haben wir jetzt viel rausgefunden, deswegen müssen wir hier nochmal Akustikpanels oder ähnliches bestellen. Da wird noch sich ein bisschen was tun. Deswegen haben wir jetzt gerade hier die Häuschen auch drin stehen. Von denen haben wir mittlerweile zwei Stück. Da gab es, glaube ich, auch, war schon mal einmal eine Location für ein Video da drin. Das heißt, hier kann ich wunderbar sitzen. Wenn es angeschlossen ist, kann ich seitlich hier oben ein Licht anmachen, habe Steckdosen hier hinten quasi zum Laden und kann hier dann mit Kollegen halt eben mich besprechen. Was ich ganz witzig für mich selbst fand, ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, warum denn hier eigentlich diese Öffnung ist, aber es ist, wenn ich eben hier sitze, kann ich dann wunderbar mit dem Arm anlehnen, also von dem her sehr praktisch. Ja, dann wandern wir mal weiter. Genau, hier in dem Zimmer hat sich nicht so viel getan. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal einfach nur reingeklipst. Jetzt können wir es mal noch mal zeigen. Also hier ist ein Raum, wo der Hintergrund eben stark dafür ausgelegt ist für Videocalls, also wo wir Vertriebsgespräche machen, dass es halt hier eben vernünftig aussieht. Da kommt auch noch mal ein bisschen anderes Bild hin, aber wir wollten da unsere Corporate-Farbe im Hintergrund haben. Und leicht durch die Scheibe kann man eben rüber ins Studio gucken. Da hat, glaube ich, sich nicht groß was geändert. Von dem her lassen wir das aus. Guck gerne die erste Version an, das hieß es relativ stark. Und dann wandern wir einfach mal weiter.
Ich glaube, in dem Bereich hat sich auch nicht so viel getan. Das ist immer noch Empfangsbereich. Da kommen dann demnächst andere Bilder an die Wand. Das wird gerade bestellt. Es wird jetzt demnächst einiges an Teambildern geben, die auch nochmal auf einer schallisolierenden oder ja, schalldämmenden Material quasi sind, dass wir halt irgendwie in der Geräuschkulisse besser sind. Und hier hinten in dem Raum, da ist jetzt ein bisschen aufgeräumter, da war beim letzten Mal, glaube ich, viel Chaos. Da ist jetzt so der erste Arbeitsplatz mal reingewandert. Können wir mal Hallo sagen. Genau. Dann können wir jetzt nämlich wirklich komplett frei hier intern in den verschiedenen Bereichen rumlaufen. Also hier sind wir jetzt quasi in dem linken Bereich, wechseln in den mittleren und haben eben auch diesen zweiten Durchbruch jetzt mittlerweile, der noch nicht schön ist, der muss noch verputzt werden. Also noch nicht ganz so toll, aber gibt es dann Update 3. Kommen wir jetzt hier direkt in die Küche. Hier fehlt auch noch einiges an Schallmaßnahmen. Hier soll wirklich an die Wände halt eben auch noch Bilder und so weiter. Aber wir sind schon einiges weiter. Haben jetzt mittlerweile die ganzen Fensterbänke, die hier relativ tief sind, dann auch nochmal ausgestattet mit so Kissen, dass man halt hier gemütlich sitzen kann und wie gesagt auch mal raus in den Hof schauen. Und auf der Seite haben wir auch wirklich sehr schöne Sonne. Also da kann man mittags mal ganz gerne auch irgendwie mit einem Kaffee hier einfach sich mal zur Seite setzen. Und genau, wenn wir hier durchlaufen, glaube beim letzten Mal hatten wir die Couch auch noch nicht. Also hier kam jetzt nochmal eine Couch rein mit einem kleinen Teppich. Hier sehen wir so ein zweites Konstrukt, also so ein eine zweite Box, die aufgebaut wird. Wie gesagt, kommt auch morgen. Die wird hier in den Bereich wandern und die andere Box, die beim letzten Mal noch vorne in der Mitte stand. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die Boxen hier an der Seite aufzubauen, weil damit der Raum einfach ja, größer und offener wirkt und das ganz spannend ist. Hier haben wir so einen kleinen Stehtisch quasi hingebaut, dass man auch da nochmal die Möglichkeit hat, einfach kurz mal zusammenzustehen, gemütlich. Da wollen wir also verschiedene Ecken bauen, wo man einfach gut zusammenkommen kann. Und wie gesagt, überall wirst du diese bunten Hocker sehen, wo man sich mal mit an den Tisch setzen kann oder die einfach mal zusammenziehen und so in einer kleinen Runde zusammensitzen. Das geht hier alles. Genau. Dann laufen wir weiter. Hier ist es jetzt, wie gesagt, wesentlich offener. Die zweite Box hier ist jetzt gerade farbumgekehrt. Also hier haben wir außen grau und innen unser Blau. Sonst haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, hier der Bereich, wo jeder quasi so seine eigene Ablagefläche hat und eben seine Sachen mit reinpacken kann und das dann halt eben auch mit rumschleppen, sodass man mal an dem einen Platz sitzen kann und mal an dem anderen und die Arbeitsplätze einfach halt eben ähnlich aufgebaut sind. Genau. Jetzt mal hier ein bisschen nach vorne gehe und wenn wir in den Raum reingucken, also dadurch, dass jetzt in der Mitte eben nicht mehr die Box steht, haben wir jetzt einfach hier einen wesentlich größeren Raum, der in der ganzen Wirkung, glaube ich, richtig toll ist. Hier eben der ganze restliche Part der Arbeitsplätze. Und dann gehen wir jetzt einfach final nochmal in den Besprechungsraum, der jetzt mittlerweile auch mit den ersten Möbeln ausgestattet ist. Das heißt, wenn wir hier mal reinschauen, wie letztes Mal schon angekündigt, hier ist jetzt quasi das gleiche Mobiliar quasi drin wie im anderen Raum drüben. Wie man aber hier vorne sieht, die Technik ist noch gar nicht angeschlossen, weil wir im Moment durch Corona halt einfach gar nicht so viele Leute im Büro sind. Deswegen der Raum schon benutzt wird, aber meistens eben ohne Monitor, ist aber gerade auch in der Mache, dass wir hier halt wirklich nochmal komplettes Videokonferenzsystem halt eben auch drin haben und damit arbeiten können. Und so haben wir jetzt zwei große Besprechungsräume, die wir nutzen können. Wir haben die ganze Fläche oben noch, an der hat sich nicht wahnsinnig viel getan, von dem her kommen müssen wir das jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Aber wie du siehst, es hat sich ja, an gerade Mobiliar einiges getan und in den nächsten Schritten geht es jetzt wirklich dann mehr um ich sag mal, dekorative Elemente, nochmal Schallabsorber, solche Geschichten. Und bin mir sehr sicher, dass irgendwie so Ende diesen Jahres mit Sicherheit das auch schon wieder alles anders aussieht, als jetzt so das aktuell tut. Also wir sind da sehr, sehr agil und passen da schnell an die Bedürfnisse. Und ich freue mich jetzt riesig drauf, dass wirklich so in den nächsten Monaten, wenn es wieder Richtung Sommer geht, dann auch wieder mehr Kollegen hier vor Ort sein werden. Und ja, von dem her machen wir da auch mit Sicherheit dann mal wieder ein Update in ein paar Wochen, wenn einfach so die nächsten Dinge sich getan haben. Denke, wie gesagt, die Boxen werden morgen aufgebaut, also werden wir wahrscheinlich auch nochmal hier mitten ins Video reinklippen. Also das kannst du dann schon sehen, wie die aufgebaut sind oder in Aufbauphase sind. Und genau, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass auch gerne mal einen Kommentar da, wie es dir hier generell gefällt.
solltest du mal irgendwie in Karlsruhe-Eck sein, ja, komm gerne mal vorbei, aber am besten vorher ankündigen, dass wir es einfach wissen. Wir haben mittlerweile hier mehrere Kaffeemaschinen in den verschiedenen Küchen, also von dem her, Kaffee ist gar kein Problem. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.